Willkommen zu einer neuen Folge Octopath Traveler. Burke, ich wollte jetzt nicht dazwischen knabbern. Aber wenn es euch bisher aufgefallen ist, wir haben jetzt einen vierten Mann in unserer Gruppe. Nämlich, Dichter. Nämlich Olbrick. Olbrick Eisenberg. Oder wie er hier nur als Mr. Berg genannt. Vielleicht können wir hier irgendeinen neuen mal mitnehmen. Natürlich können wir hier niemanden mitnehmen. Warum auch immer. Na gut. Auf geht's, würde ich sagen, in diese Räuberhöhle oder zur Räuberhöhle hin. Damit wir den Leuten nochmal ordentlich auf die Hucke geben können. Die ist ja auch nördlich von uns, ne? Guck mal, ob hier irgendwo ein Schatz ist oder irgendein kleines. Ach, diese Ratten, ey. Ja, mit den Quietscherratten. Okay, jetzt haben wir ein bisschen mehr Leben, das ist schon nicht. Lustig. Not bad. A passing. Ja, immerhin ein Level up. Ach, okay, wir wären dann auch von der anderen Seite da rumgekommen, wenn wir runtergegangen wären. Dann haben wir ja noch nichts verpasst. Außer in Richtung Nord. Guckt ihr euch mal den Maus da unten an. Den haben wir noch nicht gesehen. Batsch. Aber erstmal ein Schild runter. Lumisens? Ja, komm, hier ist er. Okay, das war jetzt ein bisschen. Ja. Die hat nicht mehr viel Leben, okay. So, das sieht ja hier schon klapperig aus. Da oben ist wieder eine Goldruhe, die will ich haben. Pushen wir die mal weg. Now, what next? Oh, Ice, here's the proof. The battle is truly joined. Was macht er denn? Physischer Angriff des Gegners wäre um 3 Runden lang. Okay. I will cut you down. Das ist nur so ein blöder Buff. I grow strong. Eigentlich könnten wir mal gucken, ob wir schon irgendwie neue Fähigkeiten lernen könnten, ne? Fertigkeiten. Also, guck mal. Schau sich doch mal einer an. Erlernen. In Ordnung. Hilfsfertigkeiten erlernen. Ihr könnt nun Hilfsfertigkeiten aus dem Fertigkeitenmenü auswählen. Okay, Beharrlichkeit. Aber ich kann mir nicht angucken, was die bewirkt, ne? Okay, Analyse. Deckt die GP und die Schwächen eines Gegners auf. Blitzschlag. Fügt einen Gegner Blitzschaden zu. Feuersturm. Zweimal Feuerschaden. Schneesturm und Blitzeinschlag und irgendwas anderes. Oh, das ist eigentlich nice. Ich denke mal, wir brauchen Blitz. Fügt ein Gegner. Komm, wir machen das mal.
Die haben nämlich noch kein Elektro. Was hat sie noch? Rast stellt einige GP und FP wieder her und heilt negative Statuseffekte. Passat Sturm. Angeheuerte Hilfe zahlen, um Söldner auf der Schleife zu rufen. Oh, ja, genau. Seitenschritt. Komm, Passat Sturm brauchen wir definitiv. Das macht Rast, heilt alle negativen. Mhm. Für ihn haben wir nichts Neues mehr. Speerspitze. Aufstacheln, Kreuzschlag, starke Mauer. 1000 Speere. Greift zufällig bestimmte Gegner 5 bis 10 Mal an mit einer Stangwaffe. Nice. Was war's aber? Hilfsfertigkeiten ausrüsten. Hilfsfertigkeiten. Rüstet euch mit Hilfsfertigkeiten aus, um im Kampf einen Vorteil zu haben. Lernt Fertigkeiten, um zusätzliche Hilfsfertigkeiten freizuschalten. Vergesst nicht, sie auszurüsten. Ja. Da wir hier eine haben. Beharrlichkeit. Alle Statusverbesserungen, die ihr bekommt, halten eine weitere Runde ran. Jo, klar, locker. Wenn wir dann noch diesen Segen der Kirche kriegen, ey, dann sind wir fast unaufhaltbar. Also so sehe ich das jedenfalls. In Ordnung. So, da ist diese... Mal schnell dran vorbeischlafen, dass sie uns nicht irgendwelchen Events spoilert. Nur eine verkackte alte Münze. Ich glaube es nicht. Na gut, dann boxen wir die mal um, da die Zwerge. Indeed. The hell? That's right. Bin mal gespannt. I will not. Oh, nur 3. Komm, wie sind sie hier mal? Stangen, okay. My turn now. Damit kann sie ja beides nichts machen. Also hier ein bisschen Lumisensen. So, und Tourhaus mache ich mal ein bisschen. Oh, Ice! Pierce them through! The battle is truly joy! Komm hier aber so. Die schon mal weg. Boxt ihn aber weg. Komm, wir können uns immer den Blitz einschalten. Einfach nur gucken, was passiert. Not bad. Halleluja. Oder warst du selber überrascht, ne? Keine Leiche. Eigentlich müsste hier alles blutrot sein und verschmiert und nicht mehr lustig. Ach, wieder Ophelia mit ihrer kleinen Laterne. Da ist eine goldene Schatzkiste. Ich will dich haben. Frage ist nur, wie wir da hinkommen. Okay, Schwert ist, ne, ist klar, dass sie alle Schwert haben. So, Lumisens. Wir haben gegen alle normalen Waffen. Komm, gucken wir mal an den Passage. Ne? Die sind gegen Wind. Ja, herrlich. The battle is truly joy. Mist, das war falsch. I'll not be defeated. May the sacred flame shine forth. Victory shall be mine. So, horizontal. Und weg. The thrill of the fight.
da runter. Eine schwarze Kappe. Das ist bestimmt irgendwas Cooles. Mal gucken. Kopf, Jadin. Ja, das zieht das andere alles wieder runter. Nee. Ist so gut. Nee, das ist mir was hier für die Leute hier. Okay, das macht die. Der Silberfleisch mit Tresse. Sag ich doch. Sehr gut. Und da haben wir nichts mehr. Dann. Wir haben diesen kleinen Weg, Geheimweg hier zurück. Let us fight with honor. Okay, gegen Schattenmagie. Soll das Schattenmagie sein? Ich gehe mal voraus, dass es Schattenmagie sein soll. Ja, kommen wir hier nochmal den Passatsturm. You got more than you bargained for. Also, dieser Trupp ist schon echt gut. Ne, warte, nach rechts irgendwie. Boah, Leute. So. Also, wir müssen jetzt nach links. Von da kamen wir. Das heißt, wir gehen jetzt weiter links. Und da schwimmt diese eklige Ratte. Let's do this. Well then. Victory shall be mine. Out of my way. So, und jetzt kriegt ihr die Mütze voll. Ist auch wieder eine goldene Schatzkiste. Los hin. Feuerseelenstein. Ach komm. There is no choice. Okay, der unten links ist neu. My turn now. Was mache ich da? Komm hier, Passatsturm. Do my best. The battle is truly joined. So, und gleich alle die Pucke voll hauen. Hey, keine EP mehr. EP, FP. Läuft. With each battle, I grow stronger. So. Ich würde mal sagen, wir machen hier an dieser goldenen Truhe. Wir schnell noch looten. Kupferlaterne, was ist denn das jetzt schon? Das gucke ich jetzt nochmal nach. Komm. Wo ist sie denn? Alles. Kupferlaterne. Bestimmt so ein Accessoire. Wo ist sie denn? Langschwert. Da. Okay, pick mal ein Lissi-Fest. Na dann. Wir machen hier erstmal einen kleinen Cut, wenn es euch bisher gefallen hat. Lasst einen Daumen hoch da oder ein Abo. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.